Grüß euch wieder zurück bei Wolfenstar, die Old Blood. Und da hängt die Schürze für unseren Kellnerjob. Ziehen wir uns an. Das nehmen wir auch. Jawohl, dann geht's los. Da geht die Post ab, alter Schwede. Rudolf meint, dass sie heute den Weg hinein öffnen werden. Das ging aber schnell. Ich weiß, die Ausgrabungen sind sehr gut gelaufen. Helga treibt uns zwar ziemlich an, aber sie ist sehr effizient. Und sie ist sich nicht so schade, die Ärmel hochzukrempeln und mit anzupacken. Ich kann das Ende kaum erwarten. Was? Willst du nicht wissen, was dort unten los ist? Ich meine den Krieg. Wir wissen, dass wir ihn gewinnen. Und ich frag mich, warum sie ihn nicht endlich beenden. Damit ich zurück kann zu Christine. Ich weiß. Da zieht sich etwas. Die Alliierten sind klar unterlegen. Das ergibt keinen Sinn. Ja, aber hast du von dem Kerl gehört, der aus Burg Wolfenstein ausgebrochen ist? Ein Amerikaner. Der muss was drauf haben. Amerikaner. Deutschem Stahl ist er nicht gewachsen. Oh, ich wette, dass er gerade hier irgendwo lauert. Welch wahren Worte, mein Freund, und ob ich eurem Grubstall gewachsen bin. Das habe ich in Rudi schon gezeigt. Der hat auch geglaubt, er ist hart wie Grubstall, zäh wie Leder. Nur flink wie ein Wiesel war er nicht mit seiner Rüstung und das hat ihm wahrscheinlich das Knack gebrochen. Aber jetzt schauen wir mal, wo die Helga ist. Die wollen heiraten, haben sie auf dem Toilettenbowl gefunden. Wo soll ich denn sonst damit machen? Was habt ihr für Probleme, ha? Haut euch in die Goschen, haut euch in die Goschen. Gut. Ja, wart. Die Alte wird warten können. Sie hat sich die Kinder geschnappt und ist abgehauen. Trinken macht's auch nicht besser. Du solltest nach Hause gehen und schlafen. Du kommst nächste Woche zurück, oder? Dann solltest du mit dir reden, klar? Der hat gerade seine depressive Phase und darum würde ich sagen, gehen wir jetzt einmal zur Helga. Was reden die da? Anna Picke? Anna Picke! Anna Picke, Anna Picke! Ja, Anna Picke, Anna Picke! Genug jetzt von diesem Quatsch, Helga! Generalstrasse will Ergebnisse sehen. Und bisher ist er mit ihren Fortschritten nicht zufrieden. Ach, halten Sie doch die Schnauze, Sie Jammerlappen! Wie bitte? Nach allem, was ich für General... Schicken Sie ihn weg, damit wir unser Gespräch fortsetzen können. Ach, Schreiner, verdammt nochmal, jetzt lassen Sie mich doch erstmal meinen Wein genießen. Generalstrasse will Ergebnisse sehen, Helga. Ich bring Sie zur Ausgrabung, dann werden Sie schon sehen. Warten Sie. Fuck. Setzen Sie sich. Wie heißen Sie? Franz. Franz? Mein Cousin ist auch so. Fasziniert Sie das, Franz? Als Kind habe ich meine eigenen Karten gezeichnet und im Wald bei uns zu Hause nach Schätzen gegraben. Ja, so konnte ich allein sein. Und dann bekam ich auf einmal Polio. Ich war Monate ans Bett gefesselt, hatte schreckliche Träume. Und dann starb mein Bein ab. Habe ich deswegen geheult? Aber natürlich. Ist ja normal. Aber aufgeben ist was für Schwächlinge. Ich habe nie aufgegeben. Ich habe mein Schicksal in die Hand genommen.
Haben Sie Ihr Schicksal in der Hand, Franz? Nur zu. Probieren Sie den Wein für mich. Los. Probieren Sie. Hey, ich befürchte, die Alte checkt was, weil nachdem er uns als Franz vorgestellt hat, so deppert ist es auch nicht. Aber wir haben gehört, Polio hat es gehabt. Polio ist ja die Kinderlähmung, oder? Und? Köstlich. Sie haben einen interessanten Akzent. Köstlich. Das ist der erbärmlichste Wein, den ich je getrunken habe. Der ist sauer, um Gottes Willen. Trinken Sie aus. Ja, alles. Trinken Sie. Naja, das sind nicht so die Weinkenner, die Amis. Ich bin mir sicher, beim Whisky kennt er sie besser aus der Pitsche. Man riecht es sofort. Wie feuchter Keller. Muffig. Ein Hauch von Rosine. Und Geschmack. Süß wie Portwein. Ein Rotwein sollte nicht nach Port schmecken. Sowas würde ich nicht mal meinem ärgsten Feind vorsetzen. Helga! Warum verschwenden Sie Ihre Zeit mit diesem Banausen? Because, my dear incompetent Schreiner, he's not a waiter. He's a spy. Did you really think I would be impressed by your atrocious German? Now give me the folder, Franz. Oh. Kommen, Frau Obersturmbannführer von Schaff. Behalten Sie ihn im Auge. Was ist los, Eberhard? Hallo, Dreiauge. Eberhard, unternehmen Sie nichts, bis ich bei Ihnen bin. Na, der Schreiner, unser Dreiauge, der macht mir jetzt Angst. Oh, 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 oh. Oh, und schon wieder ist mir was am Schädel geflogen, Alter. Der muss einstecken, der Bitsche. So, wo sind wir jetzt? Der Schreiner. Sie haben den Boden mit Dynamit geschmeckt. Das muss das Erdbeben ausgelöst haben. Gott, diese Stadt. Oh, raus, schnell, bevor das ganze Gebäude einstürzt. Wir müssen zur Ausgrabungsstätte. Nur der Schreiner, unser Dreiauge. Wir sind in Kapitel 6 bei den Ruinen. Den Folder haben wir noch immer nicht, oder? Gesundheit. So, und ich habe jetzt natürlich... Oh, ein Headset habe ich. Okay. Headset geht natürlich noch. Das ist überhaupt geil. Kessler, can you hear me? Helga's gone. Took the folder with her. I'm coming back to the boathouse now. Do you copy? Okay, da habe ich schon die Mauer, habe ich schon entdeckt, aber ich schaue mir mal um, der Kessler antwortet nicht. Was war da? Helme sind immer gut. Rüstung. Wow, die Musik, da passiert jetzt gleich irgendwas. Keine Ahnung, was da jetzt überhaupt passiert ist. Also irgendwas haben sie gesprengt und ein Erdbeben ausgelöst. Chickvasen, also ein Aschenbecher. Kann ich nicht. Gut, also mehr gibt's da nicht. Dann würde ich sagen, los, da. Gesundheit. Was haben wir da? Amerikanisches Auto oder deutsches Auto? Ich habe aber keine Waffe, oder? Aber ist wurscht, wir haben Munition. Wir haben zwar keine Waffe dazu, aber Munition sammeln wir.
Vielleicht kugelt da irgendwo was rum. Gesundheit. Was ist da Schönes? Ja, da war doch gerade wo was. Ja. Wurscht, wir haben's. Gold! Ja, wenn das fertig ist, kann er, hat, ist er wenigstens oder reich, unser Budget. Nur wir wissen ja alle, dass ihm das nicht viel nutzt. Was ist mit Erm? Ist das schlecht, Freund? Ach du Scheiße. Oh, Nazi-Zombie. Der erste Nazi-Zombie war das. Und ich habe keine Waffe. Hat der eine Waffe? Der Nazi-Zombie? Nein. Da glitzert es wieder. Ja, Munition finde ich. Nur keine Waffe dazu. Meine Waffen sind ja bei der Schwester Inga oder Pippa in der Kiste. So, wo muss ich denn da weiter? Darunter wahrscheinlich. Oh Scheiße, mehr Nazi-Zombies. Oh Gott. Der ist aggro. Der war aggro, der Zombie. Oh, 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 oh. Papa. Armor Upgrade. Du hast Rüstungsverbesserung. Geil, was habe ich gemacht? Egal, alles was besser ist, nehme ich umgeschaut. Da ist mir eigentlich wurscht, wie ich es bekommen habe, wenn es besser ist. Ich bin ja nur froh, dass wir das Rohr noch haben jetzt. Ganz ehrlich, weil... Oh, du Kack. Scheiße. Oh, das hat jetzt irgendwie ein bisschen was von Daisy. Hallo, Servus, Alter. Du schaust da aus, hörst. Ha? Einen coolen Hut hast du auf. Echt, der taugt mir. Gib mir den Hut. Kann ich den nehmen? Ich mag den Hut haben. Gib mir den Hut. So. Da sind die Nächsten. Der wird aggro. Ah, noch einer. Erst, komm. Kessler, komm in. You read? Was ist da los? Alter Schwede. Nazi-Zombies everywhere. Und keine Waffe. Keine gescheite Waffe. Da ist ein Durchgang. Vielleicht... Oh, was ist da unten los? Bitte halte. Nicht brich wieder auseinander. Ich möchte nicht wieder irgendwo runterfliegen. Ah, da ist die Pippa. Komm, mach hin, BJ. Komm. Alter, gib Gas hinter dir! Ah, Scheiße, Alter! Was ist? Versagt ein Rohrbudget? Der erste Rohrkrepierer, oder was? Ja. So. Ah, da ist die Kiste. Oh, her mit meinen Schießprügeln. Oh, nein, 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 das ist gar nicht gut. Gar nicht gut. Aber sorry. Naja, was soll ich machen? Da schießen die Zombies, oder was? Wieso kann der noch schießen? Alter, du bist so gut wie tot, du Zombie, du. Boah, schießende Zombies. Mal schauen, wie viel die aushalten. Naja, die stecken ganz schön ein. Was ist, explodierst du auch, Zombie? Geil. Das taugt mir schon wieder so.
Ja, der Tobi, da hat sie abgerissen, da hat er blöd geschaut. So, gut, was haben wir da Feines? Weiter geht's. Zombie, Zombie, tschüss Zombie. Habe ich da eigentlich auch meinen Schock? Ah, war ich nur 5 Schuss. Da habe ich zuerst mehr gefunden, genau. Bleiben wir bei der Waffe. So, da sieht man jetzt nichts. Zombie-Hund, Zombie-Hund, Zombie-Hund. Scheiß die Wand dann. Bitch, Birne weg. Zack, Bom, Birne weg. Oh, spielt er nicht mit der Waffe rum. Alter, der fliegt wieder von oben runter. Es regnet Zombies. It's raining, man. Hallelujah, it's raining. Nein, singen ist nicht mehr Stärke und man, sind sie ja keine, sind ja eigentlich Zombies. Scheiß Zombie-Hunde. Die Viecher sind sonst schon so ungut und als Zombie natürlich. So. Und da kommt der nächste Zombie geflogen. Ui, der hat wieder einen coolen Hut auf. Da schießt wieder einer. Ja, das war's mit euch, Zombies. So. Da die nächsten. Geil, es ist aber irgendwie schon geil gemacht. Und die Stimmung und die Atmosphäre in dem Spiel. So, Freunde, jetzt habe ich Granaten. Für euch. Zombie speziell, da ist wieder einer, der schießen will, aber ich möchte mehr Zombies auf einmal mit einer Granate, weil ein Zombie mit einer Granate kann gar nichts, das ist langweilig. Wieso? Wo kommen die her? Also die fallen da durch die Decke durch, okay. Da würde sich eine Granate auszahlen. Jawohl. Dafür haben wir gleich ein Upgrade bekommen. Sehr gut. Gut. Ah, es ist so richtig lauernd. Jetzt wird so richtig abgedreht. So muss Wolfenstein sein. Wolfenstar. Blazkowicz, can you hear me? Kessler, listen. Helga's gone. Took the folder with her. She's digging up something beneath the church ruins. Must have been what caused this shitstorm. Scheiße. What's your location? Don't know. Kind of workshop. Close to the old town. Bleib mal fern, depperter Zombie. So, geil. Und da die nächsten. Ah, jetzt habe ich mir noch einen Bombenschuss. Scheiß Zombie. Wo ist er? Da, ich sehe ihn nicht. Und wenn ich ihn nicht sehe, kann ich ihn auch nicht treffen. Ganz fiese kleine Arschwarzen sind das. So. Da habe ich keine Munition mehr. Habe ich das richtig gesehen? Oh ja, habe ich hier noch genug. Hat der Messer im Kopf stecken? Jawohl, tatsächlich. Ganz schön viele. Ich hätte ja noch. Na, da können wir noch. Oh. Ah, ich habe. Wieso habe ich eigentlich meinen Schockhammer nicht? War der nicht in der Kiste? Habe ich den nicht rausgenommen? Munition brauche ich wie einen Bissen Brot. Ah, jetzt bin ich wieder da bei dem Bootshaus. Planhammer, wieder bei den Docks.
Da ist die Leiter. Schauen wir mal, ob da irgendwo was noch ist. Da was übersehen? Nein. Gut, dann rauf auf die Leiter. Und ich denke, ja, da ist ein Speicherpunkt. Sehr gut. Das heißt, hier werde ich die Folge beenden. Weiter geht's im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mal Like da. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.